Moin, nur der SC Magdeburg. Es ist an der Zeit, mal wieder einen neuen Spieler in dieser Saison zu begrüßen. Und da haben wir unseren neuen Torhüter Mike Jensen hier neben mir zu sitzen. Wir haben uns gedacht, authentisches Bild mit dem Magdeburger Dom im Hintergrund. Mike, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wunderbar, wir haben uns total gefreut. 2,5 Meter im Tor, so ein Kreuz, da kann nicht viel passieren. Du bist gesund, alles ist gut. Ja, alles ist super. Ich glaube, hier gut gekommen und ja, alles hat geklappt mit der neuen Mannschaft. Alles sind super nett und ja, alles ist wirklich super. Es ist ein schönes Start. Da ist Wasser, das finde ich sehr schön. Ich bin Däne, so Wasser ist normal für mich, überall, wo ich hingehe. So, das ist super, ja. Wo bist du aufgewachsen am Wasser in Dänemark? Lolland. Ist da richtig Meer und bist du ja, mit Booten? Ja, das ist eine Insel, so da ist ja immer Wasser. Du bist auf einer Insel groß geworden? Ja, aber das ist so eine große Insel. Ah, okay. Naja, großer Mike, große Insel. Ja, muss man so machen. Du, seit einigen Tagen trainierst du auch schon mit der Mannschaft. Ich meine, die dänische Community in Magdeburg ist ja relativ gut. Jetzt haben wir auch noch zwei dänische Torhüter. In welcher Sprache kommuniziert ihr während des Spiels? Wir kommunizieren natürlich Deutsch, weil da ist andere von den Leuten da, andere Leute von der Mannschaft da. Aber wenn ich rede mit Jannik oder mit Mika oder ja, wenn ich glaube auch von Magnus kommt, dann reden wir natürlich Dänisch, das ist auch eine Nationalsprache. So, ja, wir reden. Man ist ja in welchen Situationen so ins Spiel, das ist einfacher, dass wir kein Dänisch reden. Ja. Ich habe dich ja immer nur so aus der Ferne, wenn du mit Balingen bei uns warst, gesehen oder im Fernsehen. Und da sahst du irgendwie, das ist so lustig, wenn man sich dann so nah gegenüber sitzt, da sahst du viel gefährlicher aus. Du hast ein total liebes Gesicht. Das ist es. Aber im Spiel, hast du ein Wettkampfgesicht, ein richtiges, ein bewusstes, was du machst? Guckst du da mit Absicht böse? Nein, ja, natürlich. Die anderen Spieler sollen natürlich ein bisschen Angst vor mir haben. Ich will machen alles, ich kann, dass ich die Ball halten. So, dass ich vielleicht sehe ich ein bisschen mehr aggressiv aus. Dann hast du ein 7-Meter-Gesicht für den Schützen? Weil du hast relativ viel. Ja, aber eigentlich seine auf die letzten Spiele habe ich es anbekommen, ja. Guckst du dann, kannst du mit Absicht so böse gucken dann? Machst du das? Ja, natürlich. Ja, wenn die Würfel mir in Gesicht werden, ist natürlich ganz böse. Das ist klar. Die muss Tom machen, nichts mehr kaputt machen. So, ja, wenn die Würfe gegen die Kopf, das finde ich nichts so sportlich und so fair. So. Was heißt denn auf Dänisch? Jannik, das läuft heute nicht so für dich, komm runter, ich gehe rein. Was das heißt auf Dänisch? Nur damit wir das wissen, falls du das mal im Spiel sagst. Ja, so eine Zuschauer, das gibst du, Jannik. Hast du gehört, Jannik? Zieh dich warm an, der Typ ist richtig on fire. Du bist seit 2 Wochen in Magdeburg als neuer Spieler. Das ist natürlich eine Frage, die auch immer alle interessiert. Du bist allein hier, ohne Familie, ohne irgendwen? Ja, ich bin hier ganz alleine. Oh, das kann auch ein trauriges Gesicht. Nein, das ist gut. Dann kann ich mich mehr fokussieren auf Handball. Und das ist ein Wahl. Ich habe selber gemerkt, dass ich will hier alleine sein. So, ich kann mehr Fokus auf Handball haben und ja, besser sein. Und hast du irgendwie Haustiere oder sowas? Nein, habe ich nichts. Wenn du eins hättest, was für eins hättest du? Ein Hund. Ein Hund? Ja, ganz klar. Einen großen oder einen kleinen Hund? Groß. Ich wollte eigentlich gerne einen Great Dane haben. Ein Great Dane? Ist ja, das ein dänischer Hund? Grand Danois? Nein, vielleicht früher, aber es heißt so auf Englisch Great Dane. Okay. Das passt gut für mich, glaube ich. Okay. Machst du auch privat noch so Extraschichten sportmäßig? Also kann man dich mit einem Fahrrad und einem Skateboard oder joggend irgendwo in der Stadt sehen? Oder so? Aber nichts für Kinder habe ich ein bisschen Skating gemacht, ja. Aber mit Roller, so mit ja, Inliners. Okay. Aber nein, ja, ich spiele viele Dinge. Ich spiele Tennis, Tischtennis, Golf. Ach, jetzt geht das wieder los, dieses Golf. Also, ich bin mittlerweile genauso genervt wie ihr. Jeder, der von euch kommt, von den Handballern, der ist auf einmal als Golfer unterwegs. Bist du gut? Nein, nichts mehr. Ich habe für viele Jahre nichts richtig gespielt. Okay. So, ich bin nicht so gut wie früher. Also halte ich von Oma fern. Weil das ist wohl der beste Golfer in der ganzen Truppe. Wenn der dich zu einem Match um Geld herausfordert, würde ich dir raten, mach es nicht. Ja? Also ich habe dich gewarnt. Ja? Ja, vielleicht können wir das mal reden. Ja. Was gibt es sonst noch zu dir zu wissen? Hast du irgendein abgefahrenes Hobby, irgendwas Verrücktes? Machst du etwas, womit keiner rechnet? Goldfische züchten oder so? Ja, Golf, nein. Eigentlich alles mit Wasser, natürlich. Wir haben gesagt, ich komme von Dänemark, von einer Insel und jeden Sommer bin ich auf meinem Boot in Dänemark. So alles, das hat fast mit Wasser zu tun, so zum Unterwasser gehen, ja, Wasserski, Wakeboarding, Kneeboarding, echt? Ja, alles, ja. Steht das eigentlich im Vertrag drin, dass du das darfst?
Also weiß ich eigentlich nichts. Ich mache ja nichts das. Ich bin immer die Kapitän so, auf meinem Boot. So ist immer meine Freunde oder Familie, dass ich sehe nackt am Boot mit Wasserski oder so. Ich bin mehr so die Trainer und sagen, was die muss machen. Ah, okay. Aber das finde ich auch schön. Aber viele unter Wasser, so mit Harpunen auch, so Fischen. Ach, tauchen mit Harpune? Ja, mache ich auch ganz viel. Hast du eine Harpune hier mit einer Magdeburg gebracht? Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Das hat aber auch keiner irgendwie Angst. Das ist fast auf meinem Boot, ja. Was für ein Boot ist denn das? Ist das groß? Ja, ein größer Motorboot, ja. Ja, so was sagen wir, ist fast 12 Meter lang. Und Jesus, okay. Haben wir ein paar Zimmer und kleine Küche, ja, Dusche und alles. Verrückt. Und dann habe ich so ein kleines Auge, das ist ein bisschen schneller. Habe ich zusammen mit meinem Bruder, ja. Okay. Na, Hut ab. Das heißt, man kann dich vielleicht mal auf der Elbe mit dem Boot sehen oder sonst irgendwie. Was kannst du ja auch eins leihen? Man kann, ich habe eigentlich gesehen, dass man kann von Dänemark bis hier fahren. Ja. Aber ich habe nur die Lizenz für die See. Ich habe nichts Lizenz für so Kanal. Segeln und so, das habe ich nicht. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, egal welche Lizenz du in Dänemark oder überall woanders in Europa hast, für Deutschland gilt die meistens nicht. Die sind hier ganz komisch irgendwie. Das gilt sogar fürs Angeln. Angelst du auch? Ja, das finde ich sogar ein bisschen komisch, dass ich kann fahren überall in der Welt mit meiner Lizenz, aber nicht in Deutschland. So, liebes Schifffahrtsamt, habt ihr verstanden, was los ist? Gut, dass du mit den Dänen in der Mannschaft gut klarkommst, ist ja selbstverständlich irgendwie. Hast du schon Kontakt zum Trainer gehabt? Ist er zufrieden mit deiner Arbeit über den Sommer gewesen? Ich bin ein großer Mensch. Ich bin keine Laufer. So, das ist natürlich gut. Ich bin Torwart. Aber ja, ich hoffe, er ist zufrieden. Aber was wichtig ist, ich hoffe, ich kann viele Bälle halten. Das hoffen wir auch. Und das ist ein schönes Schlusswort. Egal ob 7 Meter oder von außen oder aus dem Rückraum, an dem Mann muss man erstmal vorbei. Zukünftigerweise, wir sind froh, dass du hier bist. Auf eine gute Zeit in Magdeburg und dass du hier für uns auch versuchen willst, Titel zu holen, versteht sich ja von selbst. Halt dich ran, Junge. Dann darfst du doch mal Boot fahren auf der Elbe. Ja, klar. Sportfrei, nur der SC Magdeburg.